ein letztes Mal fürs DLC jetzt wirklich hallo und willkommen zurück. Wir gehen auf die letzte offene Fabrik. Bonbons laufen. Guck mal, da drehen sich die Zahnrädchen, sodass wir hier unten, jawohl, die ersten Kräuterbonbons haben. Sehr schön. So, hier wird leider keine... Ja, gut, hier wird keine Zeitung produziert. Warum eigentlich nicht? Weil wir kein Papier haben. Und wir haben kein Papier, weil... Warum wird das Papier nicht abgeholt und hier nach Langenthal gebracht? Kann mir das einer erklären? Das ist der falsche Zug, das ist mir selber klar. Ja. Okay, der nimmt nur Passagiere mit. Der hat auch fast nur Passagiere. Birnenplantage in Basel. Boah, Alter, ich bin fast drauf und dran, hier auf 6 hochzugehen. In der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand dieses Papier mitnimmt. Also es wird ja tatsächlich hier auch verbraucht. In Aarau. Aber ich weiß nicht, wieso es nicht... Es wird auch hier nicht hingeliefert. Gut, das könnte daran liegen, dass hier nur ein einziger... Ach nee, ist der falsche Zug. Nehmen wir mal den. 3. Also ganz ehrlich, auch hier müsste ich wahrscheinlich mal locker auf 5 hochgehen. Es macht wahrscheinlich auch irgendwann mehr Sinn zu sagen, man geht auf Personentransporte, also auf Expresszüge. Und man geht auf Frachtzüge. Ich habe halt immer diese gemischten Dinger. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich am Ende das Beste ist. Kann ich euch nicht sagen. Also ich meine, die haben zwar alle hier diesen Express-Status, aber... Wahrscheinlich müsste ich mal eine Linie erstellen. Wir testen das einfach mal mit Langenthal-Aarau. Pass mal auf. Wir gehen mal hier auf 4 Züge, die tatsächlich nur Express machen. Und wir erstellen eine neue Linie, die rein die Fracht macht. So, und da gehen wir mal auf 3. So, das kann jetzt übel voll werden. Wahrscheinlich macht es sogar Sinn, hier nur auf 3 zu gehen. Ich teste das mal mit 3. So, wie gesagt, Personen ist mir eigentlich relativ Banane. Okay, wir nehmen hier nur Stoffe mit. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum... Achso, weil wir kein Fondue haben. Und wir haben auch deutlich zu wenig Holzbretter. Also Sägewerk. Das können wir aber auch schon mal ausbauen. Dann kommen wir auf eine 2. Auch das wird nicht ausreichen wahrscheinlich. Da sind wir schon bei einer 1. Ja, ja, okay. Da kann ich auch direkt auf eine 4 hochgehen. Das sollte dann passen. So. Okay. Tschack, tschack, tschack. Nummer 1. 2. Ich verstehe auch nicht, warum die 2 vor der 1 ist. Und die 3 wartet noch. Mal ernsthaft, wieso ist ein Zug Nummer 2 vor Zug Nummer 1? Das ist ja richtiger Quatsch. So. Jetzt bin ich gespannt, was der mitnimmt. Wir könnten übrigens hier... Ach nee, können wir nicht. Weil dann haben wir keine Verbindung mehr. Ja, das ist kacke. Na gut, Warteschlange ist okay. Abstand vergrößern. Zürich-Aarau. Ach, da habe ich jetzt auch 5. Wow.
So. Okay, was nimmst du jetzt mit? Scheiße, Alter. Eieieiei. Ja, kann ich auch direkt auf 4 hochgehen. Also das Problem ist nicht Langenthal-Aarau, sondern Aarau-Langenthal ist das Problem. Das ist das Problem. Und die warten hier halt alle übel lange. Bis die hier mal durch sind. Ey Bruder, du nimmst du jetzt nicht... Okay, gut, der nimmt auch nur Dings mit. Der nimmt einfach fast gar keine Dinger mit. So, wie gesagt, nur Post und Passagiere. Davon müssten wir eigentlich auch so viel hier rumliegen haben. Das geht sogar noch. Okay, der nimmt nur Papier mit. Das ist das, was ich wollte. Hervorragend. Endlich kommt hier unten Papier an. Hervorragend. A la Bono. Also ich glaube, das zu unterscheiden macht am Ende vielleicht doch mehr Sinn. So, okay. Wie gesagt, Langenthal, Aarau ist nicht das Problem, sondern die Rücktour ist das Problem. Also ich habe das Gefühl, das macht mehr. Ganz ehrlich, dann machen wir das hier auch. Dann gehen wir hier auf Expresszüge und setzen zwischen Zürich und Aarau auch nochmal 2 oder, naja, 4 Frachtzüge ein. Boah, Alter, die Station wird so überlaufen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, aber jetzt kriegen wir endlich auch mal die ersten Zeitungen. Großartig, danke. So, und Langenthal wächst damit wieder, weil jetzt kommt Papier wieder an. Es kommt regelmäßig jetzt Holz an. Es kommt jetzt hoffentlich regelmäßiger Salz an, wobei Salz tatsächlich gar nicht das Problem ist. Fondue ist ein Problem. Das wird schon wieder nicht produziert, weil der Bergkäse fehlt. Der wird aber anscheinend auch nicht transportiert. Langenthal, Bern. Achso, ist der falsche an. Ah ja, okay, weil zwischen Burgdorf und Langenthal genau ein einziger Zug fährt. Das ist ja Quatsch. Das ist ja richtiger Quatsch. Okay, da können wir direkt schon mal 3 Frachtzüge einsetzen. Okay, das erklärt natürlich einiges. Great. Bernd Burgdorf, ja, das sollte passen. Die nächste Fabrik ist fertig. Also nicht fertig, ist bereit. Was könnte man in Burgdorf noch herstellen? Also tatsächlich könnte man auch hier Kräuterbonbons machen. Das würde auch gehen. Ich würde mal Richtung Keramik vielleicht gucken. So eine Sache, die habe ich auch noch nie gebaut. Ja, okay. Ja. Haben wir 2 Anschlüsse frei? Ich glaube, wir haben hier gar nichts mehr frei, ne? Oh, wir haben 2 Anschlüsse frei. Na dann, meine Lieben, machen wir Keramik. Eine Keramikfabrik. So, die setzen wir ein bisschen außerhalb. Perfecto Mundo. Dann machen wir uns 2 neue Fabriken. Also nicht Fabriken, sondern 2 neue Anschlüsse. So, ich muss hier einfach nur rüberkommen. Mann, ich vergesse jedes Mal, ich muss erst klicken und dann. Das ist hoch. Boah, ich muss gleich nochmal rüber. Oder unten drunter, je nachdem. Okay, Max, Max. Ich glaube nicht, dass ich das hier besser hinkriege. Auf gar keinen Fall. Der übelste 10% Steigung, aber ist egal. Achso, du musst aber auf das obere wieder. Ja, und da ist wieder das Problem. Das nächste Problem könnte sein, ich werde die Gleise
werde die nicht setzen können, oder? Die neuen? Let's see. Gut, gucken wir, ob es geht. Es geht. Es geht. Oh. Erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Zack. Das hätte ich ja nicht erwartet, dass das so funktioniert. Okay, dann Burgdorf Eckermann. Station. Gut, den müssen wir umbenennen. Minimum 2. Bestätigen. Ja, ja, alles gut. Und Burgdorf Kühlker Station. Fracht. Mindestens 2. Und los geht's. Ja, ja, 74 Bahnhöfe angeschlossen. Wir können uns, glaube ich, eine neue Lok holen, ne? Nochmal eine gemischte. Okay. Ja, nehmen wir. Und ersetzen wir gleich mal alle. Welche ist die neue? Die hier, war? Ja. Nee? Nee, jo. Die ist da alle. Okay, dann kaufen wir uns noch die beiden... 1,6 Millionen. Die beiden Fabriken. Also, ihr produziert 2. Wir verbrauchen Kohle 0,5. Gut, anders. Wir müssen erstmal die Keramikfabrik gleich mal erweitern. Ich würde gleich auf 4 gehen. Das heißt, wir brauchen 2-mal Kohle. Das heißt, wir machen hier eine 4 draus. Und da machen wir eine 4. Das heißt, wir müssen hier mal entspannt auf eine 8 gehen. Ja, oder auf eine 7 auch. Okay. So, und dann gehen wir gleich auf Doppelgleiser. Zumindest für eine gewisse Zeit. Sagen wir, ob es hier vorne. So, warte mal kurz anhalten. Rechts, links. Einmal das, dann gehen wir gleich auf... Achso, das geht wieder nicht. Mann, hallo. Hallo, wo ist denn der Zug? Ach, ja, es geht wieder nicht, weil hier wieder was fehlt. Oh, I hate it, wirklich. So, jetzt geht's. Ja, ja, ja. Auch mal. So, das bedeutet, wir gehen mal hier auf 3 Züge. Dann müssen wir hier mal ganz kurz umswitchen. Steigung, nur auf dem letzten Stück hier. So, rechts, links. Ja, natürlich müssen wir auch hier wieder Strom setzen. Achso, und den... Achso, den habe ich schon. Achso, falsche Station, hier. So. Jetzt, da ist er. Da gehen wir auf 2. Und das sollte reichen. Gut, dann haben wir hier in Burgdorf jetzt auch Keramik. Keramik brauchen wir auch. 1. 2. 3,2. Wir produzieren 4. Okay, sollte reichen. Dies sollte reichen. So, Lutzen. Bei 25. Also 15k brauchen wir noch. Jetzt müsste hoffentlich bald die Milch kommen. 30. Ich habe die schon mal angeschlossen. Die ist hier hinten. Damit das hier weiter steigt. Bier kriegen wir, glaube ich, nicht. Könnte man aus Altdorf holen. Ach, guck mal, aus Sarnen gibt es Bier. Von wo kriege ich denn eigentlich das Getreide her? Ach, von hier unten, wa? Ach, guck mal, hier hätten wir auch nochmal eine Fabrik. Was könnten wir denn hier machen? Chemie haben wir noch nicht. Könnte man sich holen? Wobei wir in Thun, glaube ich, also überhaupt gar keinen Platz mehr haben. Das wäre aber auch das Letzte, was noch offen wäre. Aber ich werde die Kohle hier nicht rüberkriegen. Oh doch, ich habe sogar noch ein Gleis frei. Versuch, dann machen wir das. Dann schmeißen wir uns hier mal einmal... Nicht, ab wann braucht man Chemie? Oh, ab 95. Na gut, da sind wir aber bald. Dann schmeißen wir uns hier mal eine Chemiefabrik rein. Ein bisschen drehen. Dann. Hier durch. Oh, komm schon. Geht.
Ach du heilige Scheiße. Wo muss ich eigentlich hin? Da oben. Oh mein Gott. Ja, geht nicht anders. Ich muss so rumgehen. Oh Gott, 12% Steigerung. Steigung. Ja. Hier vorne ist noch ein Riesenproblem. Das ging doch. Jetzt geht's auch wieder. 1,8 Mille. Ja gut, ist egal. Geld spielt keine Mandoline mehr bei uns. Ne, andersrum. So, Thun, Kühler, Kühlkerstation. Ja, hier müssen wir eigentlich auch mal ganz locker auf mehr gehen. Warte mal, das mache ich gleich von Anfang an. Das ist ja Quatsch. Das muss ich definitiv auch doppelt bauen. So, dann, wir gehen mal hoffentlich bis hier. Geht. Rechtsverkehr, Linksverkehr. Ach so, ach scheiße. Zack. Zack. Und neue Zuglinie. Wir machen mal gleich drei. Ich mache erstmal zwei. So, Fracht. Fracht. Ab geht's. Okay, also wir müssen an Chemie produzieren. Aktuell noch null. Alter. Bern sind es 1,2. Ja, und über das Dorf da unten reden wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt schon mal direkt auf eine 3 hoch, also auf eine 4 hochgehen. Weil wir, wenn Thun soweit ist, ja auch hier mindestens schon mal 1,0 haben. Also das heißt, eine 2 wird nicht ausreichen. Gut, das heißt, 2 Kohle in der Woche. Wir produzieren 4. Wir verbrauchen hier 4. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal eine Runde hochgehen. Gehen wir auf 8. Dann sollte das eigentlich ausreichend sein. Ja. Wie viele Züge fahren hier zwischen Bern und Thun? Hier, Thun und Burgdorf. Auch 4. Okay. So, ja, das Ding hier wird jetzt übelst zu Thun haben. Mal gucken, ob die alle hinterherkommen. Also, ob die Produktion hinterherkommt, so rum. Ich meine, klar, am Anfang werden wir dann ein bisschen mehr Kohle immer transportieren müssen, bis die Lager erstmal wieder voll sind. Das wird ja dann mit der Zeit auch weniger. Haben wir hier. Kosten, ja, gut. Das interessiert auch gar keinen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Abfertigung 5%. Was ist hier los? Wartet auf Einsetzung. Barnecke Landgut. Was ist denn Barnecke Landgut? Das hier, echt? Alter, das Ding ist aber noch rappelvoll. Barnecke Landgut. 1, 2, 3. Ach, der kommt da vorne nicht weiter. Weil die Strecke halt nur bis hier geht. Und dann wird es ja eingleisig. Jo, das würde bedeuten, ich müsste diese Strecke hier mal eigentlich komplett abreißen. Dann wird die denn eigentlich einspurig. Hä? Wo endet die? Ach, hier vorne. Ja, das müsste ich eigentlich mal abreißen und die ganzen Gemüsesachen. Da ist die 3. Ja, die 4 wird halt nicht eingesetzt. Weil der Weg zu kurz ist. Ich müsste ein ganz schmales Stück nur quasi eingleisig machen hier vorne. Dann würde sich das auch lohnen. Warte mal, dann machen wir hier das hier wieder weg. Okay, so Lutzen. 30k. Jo, ziehen wir aber durch heute.
So, Thun geht bergauf, Bern bleibt, Burgdorf bleibt, Langenthal stimmt, das können wir die letzten schon mal machen. Setzen wir mal die Uni, damit wir hier auf über 100 kommen. Deiner Öl? Nee, auch keiner Öl. Alter, wie kannst du denn eigentlich nach dem Losfahren direkt eine Panne haben? Das ist ja traurig, ist das. So, 100. Alter, hier sind einfach 49 Wolle drin. Auch krass. So, dieses scheiß Käsefondue. Ach, kann ich das mal bitte kaufen? Das ist ja hier auch lächerlich. Also eine 4 ist ja schon mal Minimum. Das wird jetzt halt übelst viel Bergkäse fordern, aber das ist mir egal. Wir haben ja 3 Frachtdinger eingesetzt. Alter, er nimmt wirklich nichts aus Langenthal mit. Das ist hart. Okay, der nimmt nur Bergkäse mit. Warum fahren die Dinger eigentlich nur 95? Gibt es nicht eigentlich mal bald eine bessere Frachtlokomotive? Express? Nee, es gibt... Habe ich wirklich alle Elektroloks schon freigeschaltet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, das könnte natürlich sein, dass auf der amerikanischen Karte die anderen 4 sind. Das macht vielleicht Sinn. Ne, hier ist noch die 7. Ach, hier ist, guck mal, hier wäre noch die Frachtlok. Okay. Der nimmt auch nur Bergkäse mit? Achso, nee, der ist erst angekommen. So, auf was warten wir? Ah, der ist auch schon wieder übelster Verkehr. So, du wartest auf wen? Auf gar keinen. So, ich gehe mal davon aus, der wird sehr viel Bergkäse mitnehmen müssen. Oh, jetzt wird er auch noch gewartet. Oh, I hate my life. Oh, ich würde das so gerne auslagern, ne? Dass man sagt, wenn gewartet wird, dann nicht in den Bahnhöfen, sondern, weiß ich nicht, vielleicht hier einfach außerhalb. Oder die Züge fahren halt wirklich in so eine Lokschuppen rein. Okay, der Lokberg hier ist drin. Aber das finde ich super nervig, dass diese Wartungsdinger halt immer den Bahnhof blockieren. Es gäbe eine Alternative. Wobei ich nicht weiß, ob... Also ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich beispielsweise jetzt hier einfach einen Bahnhof setze, wo die Züge durchfahren, ich aber diesen Bahnhof... Also die fahren dann einfach durch den Bahnhof durch. Ich aber dem Bahnhof quasi nicht der Route zuweise und hier ein Wartungsdepot hätte. Würden die trotzdem anhalten und sich reparieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss man eigentlich mal testen. Andernfalls könnte man sagen, du hältst hier, ohne dass du was machst. Ja, ist auch Quatsch. Macht auch keinen Sinn. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch nicht so den perfekten Plan dafür entwickelt, wie ich diese Bahnhöfe leer kriege. Also gut, mal davon abgesehen, ist halt auch super viel hier immer los, ne? Weil allein hier auf der Strecke sind schon mal 8 Züge unterwegs. Von der anderen Seite kommen auch nochmal 5 dazu. Also bist du hier bei entspannten 13 Zügen, die sich 2 Gleise teilen müssen. Kann auch, glaube ich, nicht mehrere Frachtdinger über ein Gleis laufen lassen, weil die immer erst starten, wenn das Gleis wieder frei ist.
Das ist halt auch kacke. Ich würde es ja auch feiern, wenn man sagt, hier, fahr bis zum Signal vor, also wo die beiden Gleise sich theoretisch treffen würden. Warte einfach da. Und dann kannst du losfahren, die 3-4 Meter, wenn der Zug durch ist. Das würde halt super viel Zeit sparen. Man könnte mehrere Fracht, naja, obwohl wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, weil man mehrere Züge aus einem so ein Ding hier braucht. Fährt hier eigentlich nur einer? Ne, zwei. Ich glaube, das reicht auch locker nicht aus. Da gibt es auch irgendwie nicht so die perfekte Lösung. Für mich. So, noch 6000 Einwohner. Dann können wir die Kräuterbonbons machen, ne? Waren es? Waren es die Kräuter? Nee, Quatsch, die Kräuterbonbons haben wir doch hier. Jetzt muss ich hier ganz kurz überlegen. Es ist. Ach, die Uhren wollte ich hier machen, genau. Mit dem Stoff und dem Stahl aus der Ecke hier, ne? Jo, ganz genau. Jo, perfekt. So, dann lassen wir es schnell durchlaufen. Also schnell, nur Zeit. Weiß gar nicht. Muss einen kleinen Cut machen. Oh, kann sein, dass die Folge ein bisschen länger geht. Andernfalls können wir es auch anders machen. Ich mache jetzt mal einen kurzen Cut, also bewusst. Und lasse Luzern nochmal bis 40k volllaufen. Und dann bauen wir zum Abschluss der oder des High Voltage DLCs die Uhrenmanufaktur. Und dann sind wir tatsächlich am Ende. Gut, dann nochmal ein kleiner Cut und bis gleich. So, da sind wir wieder. Hallo? Hallo? Ich musste gerade nochmal irgendwie den Spielstand laden, weil die Kamera komplett gesponnen hat. Also ich konnte nicht mehr hier rechts, links, oben, unten machen. Da ging gar nichts. Gar nichts ging mehr. Aber ist ja auch egal. So, Lutzen. Lutzen ist durch. Und das heißt, wir machen jetzt die Produktion der Armbanduhren. Die letzte Ressource, also nicht Ressource, die letzte Ware hier im Schweizer Setting. Ja, Casino können wir auch machen. Kommt immer mehr zurück. Achso. Und damit haben wir es. Die letzte Sache. Also das Einzige, was wir tatsächlich. Ach nee, doch. Wir haben jetzt auch, ich wollte gerade sagen, Birnen. Heißt das eigentlich Birne oder Obst? Nee, Birne tatsächlich. Habe ich jetzt auch mal angeschlossen, weil Sahnen irgendwie schon wieder bergab gegangen ist. Da habe ich mich spontan entschlossen, hier unten das noch zu bauen. Damit das wieder exorbitant nach oben geht. Weil es hat an Bier gefehlt. Das war das Problem, weil kein Getreide mehr da war. Das ist mittlerweile alles wieder da. Die Birne ist auch vorhanden. Ja gut, in Holz. Gab es, glaube ich, auch aus anderen Städten schon. Aber haben wir jetzt quasi auch nochmal neu angebunden. So, die Milch ist jetzt angeschlossen. Ja, guck mal. Da kommt auch gar nicht mehr so viel an in Luzern. Ja, und dann haben wir eigentlich... Oh Gott, Entschuldigung. Verschluckt. Dann haben wir eigentlich alles so weit uns mal angeschaut, was dieses DLC zu bieten, hatte. Also, Fondues, check. Taschenmesser, check. Ja, Metallfolie ist mir jetzt egal. Muss ich jetzt offscreen, also wenn ich das hier machen will, nochmal fertig machen. Armbanduhren haben wir gerade gesetzt. Die Kräuterbomse sind hier in Bern und das Bindenfleisch hier unten in Thun. Sodass wir auf eine stolze Anzahl von 116.000 Einwohnern zumindest in Bern kommen. Müsste, glaube ich, die größte Stadt sein. Aarau 97, ja, da muss ich nochmal gucken. Zürich 95, also ja, alles was hier irgendwie zentral ist, das haben wir natürlich super angeschlossen. Die anderen Städte hier hinten, die vernachlässigen wir mal ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Städte wir angeschlossen haben insgesamt. Sieht man das eigentlich? Da... Ich habe drei Stadt... Achso, Stadtgebäude, ja. Hier angeschlossen Städte 29, das ist nicht viel. Dafür, dass die Karte, was, 83 Städte quasi zur Verfügung hat. Warum sind die gelb? Okay, keine Ahnung. Sind 29 nicht viel.
Ich meine, klar, ich könnte mich jetzt hier nach rechts weiter ausbauen. Ich müsste auf jeden Fall hier unten in den Alpenregionen noch etliches anschließen. Auch hier oben Deutschland habe ich noch. Ja, habe ich noch gar nichts angeschlossen. Außer Müllheim. Der Rest ist tatsächlich noch jungfräulich unbefleckt mit Schiene. Und hier gibt es ja noch ein bisschen was. Aulendorf, Ravensburg, Sigmaringen, Tuttlingen, Willingen, Schwenningen, Ullingen. Die sind wirklich unkreativ. Endet alles mit Gen. Na gut, Schaffhausen nicht. Freiburg und Breisgau. Ja, also wie gesagt, da gibt es noch ein bisschen was zu machen. Das überlasse ich aber euch. Von meiner Seite war es das erstmal wieder. Ich bin mir natürlich unsicher, was die Zukunft bereithält. Ob vielleicht nochmal ein DLC kommt, dann würden wir uns das Ganze natürlich nochmal angucken. Ich würde es ja immer noch feiern, wenn man neue Regionen bekommen würde. Also, ich kann mir absolut vorstellen, dass irgendwann das Asien-Setting dazukommt. Das ist halt, oder das wäre halt super prädestiniert. Südamerika, weiß ich nicht, ob die über so ein krasses Schienennetz verfügen. Über Afrika wollen wir jetzt nicht reden. Australien könnte ich mir zum Beispiel auch noch vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie was aufbaut. Ja gut, und was halt auch immer so klassisches Setting ist, ist halt Japan. Da müsste man dann aber auch nochmal richtig in neue Lokomotiven investieren. Also die Entwickler, nicht wir. Das machen wir nicht. Ja. Aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall nochmal ein paar Neuerungen geben. Denn es ist ja nicht begrenzt, ne? Man kann ja hier sich nochmal super ausleben mit anderen Szenarien und Settings. Gut, genug der Worte. Vielen Dank mal wieder fürs Dabeisein. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt? Folge 65 insgesamt bei Railway Empire 2. Ja, es fetzt halt immer noch. Ich sag mal, Langzeitmotivation ist dann halt immer so ein Thema, was halt schwierig ist umzusetzen. Also dieses wirklich Late Game. Ich meine, klar, jetzt würden wir hier noch Richtung Automobile und sowas gehen können. Aber die ganzen Waren haben wir. Man kann halt super Micromanagement betreiben, ne? Hier die ganzen Städte jetzt irgendwie wieder so anschließen, dass sie mit allem versorgt sind, alles weiter ausbauen und vernetzen. Ja, es wiederholt sich halt irgendwann, spätestens wenn man dann die nächsten Regionen hier oben anschließt, dann ja, geht es halt wieder von vorne los. Aber es fetzt schon. Es ist ein geiles Spiel und wie immer die Empfehlung, kauft es euch bitte selber. So, genug der Worte. Das war's. Sonntag. Schönen Nachmittag euch noch und mal gucken, ob es morgen was Neues gibt oder ob ich erstmal nur bei einem Let's Play bleibe. Mal gucken. Die Auswahl an neuen Spielen ist ja gerade nicht ganz so exorbitant groß. Der September wird da wieder schlimmer. Gut, dann vielen Dank. Bis dahin, auf Wiedergeschehen.